Wenn Gold wie Ramsch handelt, dann stimmt etwas nicht, meine Damen und Herren. Mit Ramsch ist gemeint Junk Bonds, also Unternehmensanleihen von bonitätsschwachen Unternehmen, die per se eben deswegen schon riskant sind, diese Unternehmensanleihen. Wir sehen aber, dass Gold und diese Junk Bonds sich hier geradezu parallel entwickeln, weil alle auf die Zinsen starren. Und das ist doch eigentlich ein Widerspruch, denn Gold ist doch eigentlich der sichere Hafen für den Fall, dass mir das System aus der Kurve fliegt. Eine Art Rückversicherung. Und die Junk Bonds sind gewissermaßen der riskanteste Teil der Finanzmärkte, wo die Leute, die Investoren sagen, naja, ich muss aber schon eine ziemlich dicke Risikoprämie hier bekommen an Rendite, damit ich diese Junk Bonds kaufe. Aber was sehen wir derzeit? Wir sehen, dass diese Dinge geradezu super parallel laufen. Gold und Junk Bonds traden, als wären sie ein und dasselbe. Eben in der Fokussierung auf diese Zinsfrage, aber das dürfte nicht lange so sein, denn diese Junk Bonds, die sind so eine Art Achillesferse eben des Systems und die reagieren bisher, naja, sehr gemäßigt auf die Zinsfrage, aber das dürfte sich ändern, wenn eine Rezession kommt, dann werden die Ausfallraten steigen, werden die Bankrotte steigen, dann werden auch die Risikoprämien steigen, während eine Rezession für Gold dann eher gut wäre. Insofern wäre ich hier perspektivisch pro Gold und gegen diese Junk Bonds, hier sichtbar am JNK, ein Junk Bond ETF. Und insgesamt sehen wir, dass außerhalb der Corona-Zeit die Bankrotte in den USA jetzt schon, also Stand Ende August, schon zahlreicher sind als in jedem Jahr seit der Finanzkrise. Diese Junk Bond Spreads, also die Renditeunterschiede, Risikoprämienunterschiede zwischen diesen Junk Bonds und der US-Staatsanleihen, die sind aber relativ moderat noch. Das passt nicht ganz zusammen. Da stimmt etwas nicht, da ist man aus meiner Sicht zu complacent für die ganze Sache, also zu vertrauensselig, zu optimistisch. Bei Gold sehen wir, ja, das hat sich erholt, war unter der 1900er Marke, ist jetzt bei 1940. Nach der vorigen Rallye Anfang des Jahres konsolidieren wir jetzt auf hohem Niveau in so einer Seitwärtskorrektur, könnte man sagen. Kommt nicht so richtig aus dem Quark, trifft jetzt auch auf einen Widerstand in dieser Zone, reagiert wie eben auch die Junk Bonds, wie die Märkte insgesamt auf die so schwachen Konjunkturdaten in letzter Zeit. Hier der aktuelle City Economic Surprise Index, der jetzt den größten 9-Tages-Fall hatte seit dem Mai 2020. Und hier sehen wir den Effekt der Zinsen. Das dauert, bis sich das durchs System wälzt, aber wir sehen jetzt, ist sozusagen der Taifun gelandet oder der Tsunami kommt jetzt an die Küste, könnte man sagen. Hier sehen wir jetzt im Prinzip die ersten Auswirkungen, ersten greifbaren Auswirkungen der Verknappung von Geld. Und hier sehen wir auch eben diese schwachen Konjunkturdaten wie gestern ADP, auch wenn der Vormonat so stark nach oben revidiert wurde, dass die Zahl eigentlich gar nicht schlechter war, aber schwamm drüber, das interessiert erst in zweiter Linie. Jedenfalls sehen wir, dass die Märkte jetzt davon ausgehen, dass wir in 2024 die Zinsen um 1,1% senken oder die Fed das tun wird. Wir sehen die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihe nach den Daten wieder deutlich unter der 5%-Marke. Aber ich hatte gestern so eine Art Fahrplan mich getraut zu geben und gesagt, die Zinsen werden absehbar hoch bleiben, selbst wenn die Rezession kommt. Die Preis-Lohn-Spirale zwingt die Arbeitgeber, die Preise hochzuhalten. Die Arbeitnehmer können höhere Löhne fordern. Die Arbeitgeber müssen da mitgehen, das wird nicht anders gehen. Dann habe ich gesagt, dann werden eben diese hohen Preise, die die Firmen weiter aufrufen müssen, werden auf schwächere Konsumenten treffen. Und jetzt habe ich sehr intelligente Zuschauer, das habe ich an den vielen Einwänden gemerkt, die gesagt haben, ja wie jetzt? Die Löhne steigen, aber dann sind die Konsumenten dennoch schwächer. Ja, da ist natürlich ein logischer Punkt, aber diese Lücke, die ich gestern da versäumt habe zu schließen, ist, dass nur die starken Unternehmen, diese Forderungen der Arbeitgeber vollumfänglich oder weitgehend erfüllen können. Schwache Unternehmen, die schon kaum sich über Wasser halten können, die kaum Marge haben in ihrem Geschäft, die können sagen dann, nee, ich kann dir das nicht zahlen, weil sonst mache ich Minus Monate für Monat. Also werden sie diese Mitarbeiter entweder entlassen oder diese Mitarbeiter sagen, na gut, dann schaue ich mich mal woanders um. Das heißt, da werden wir dann wahrscheinlich sehen, dass die schwächeren Unternehmen die ersten sind, die natürlich dann über den Jordan gehen, mit der Folge, dass die Nachfrage sinkt, Gewinne und Margen der Unternehmen sinken, die Notenbanken aber sehr lange warten werden und denselben Fehler machen wie bei der Inflation. Man reagiert zu spät dann wahrscheinlich auf die Rezession, wie man zu spät auf die
Inflation reagiert hat. Hier sehen wir mal dieses Problem für die kleineren Unternehmen und den Vorteil für die großen Unternehmen. So sehen wir, dass die unteren 50% des S&P 1500, also ein Index, der wenig bekannt ist, wo die 1500 größten Unternehmen in den USA drin sind, dass die unteren 50% praktisch flexibel verzinste Kredite haben, während die großen Player, die bonitätsstärker sind, sagen konnten, ach, pass mal auf, wir verhandeln mit unserem Kreditgeber eben mal eine fixe Rate über eine bestimmte Laufzeit. Da waren die Banken oft nicht bereit, das bei kleineren, riskanteren Unternehmen zu tun. Dementsprechend leiden die auch viel stärker unter dem Zinsanstieg, weil eben deren Kredite zu einer viel höheren Prozentzahl auch flexibel verzinst sind. Und wie wahrscheinlich die Rezession ist, das sehen wir hier an den Frühindikatoren, die ja, glaube ich, 16 Monate in Folge jetzt gefallen sind. Längste Strecke, glaube ich, ever. Und in der S&P, die Aktienmärkte haben sich davon völlig entkoppelt. Wer hat recht? Die Anleihemärkte mit ihrer massiv invertierten Zinskurve oder die Aktienmärkte, die sagen, nee, also hier Soft Landing, da kommt nichts an Rezession. Aber wenn die Inflation hoch bleibt, dann kann nur eine Rezession, und das ahnen die Notenbanken, faktisch dann diese Inflation besiegen. Kommen wir mal zum Marktgeschehen. Bullische Stimmung oder bullische Aktionen, bullische Kursentwicklungen am Markt, weil eben der Dollar gefallen ist und der 10-jährige Rendite gefallen ist. Renditen kommen also runter. Das freut die Märkte. Hier sehen wir aber, dass die 10-jährige jetzt an einer wichtigen Aufwärtstrendlinie ist. Die könnte erstmal Unterstützung bieten, könnte erstmal Support bieten. Wesentlich heute vielleicht 14:30 dann die PCE-Verbraucherpreise, Personal Consumption Expenditure. Für die Fed eine wichtige Inflationsgröße, für die Märkte eher so aus der zweiten Reihe. Wie auch immer, diese Daten sind immer niedriger als CPI. Heute erwartet 4,2% in der Kernrate und 3,3% ohne, also in der normalen Headline, und jeweils 0,2% zum Vormonat. Hier sehen wir mal diesen Rückgang der PCE-Inflation. Gucken wir mal auf die Cleveland Fed. Die sieht Ähnliches jetzt für den Juli, und ein Stück weit sind diese Daten natürlich schon, naja, ein bisschen kalter Kaffee, denn wir bekommen ja schon am 13. September, also ins genau zwei Wochen, meine Damen und Herren, bekommen wir schon die Augustdaten, also die frischen Daten, CPI zumindest. Und das dürfte, das sehen wir hier eben bei dem Cleveland Inflation Now Tracker, da dürfte die Geschichte deutlich heißer ausfallen als eben jetzt im Juli. Dementsprechend sind das ja Daten eigentlich von gestern, so oder so. However, wir werden auch heute jetzt die aktuellen Inflationsdaten aus der Eurozone sehen. Wir sahen gestern Spanien über der Erwartung, Deutschland über der Erwartung. Heute kommt noch Frankreich rein. Wenn die auch über Erwartung, dann wird die Zahl auch höher sein, als sie hier erwartet. 11 Uhr, schauen Sie da mal rein bei Finanzmarktwelt, und 14:30 auch die PCE-Preise. Und das ist natürlich für die EZB ein Problem, wenn die Inflation wieder anzieht, aber gleichzeitig die Wirtschaft so schwach ist. Kommen wir now to something completely different, meine Damen und Herren, nämlich to the markets, to the Wall Street. Und hier sehen wir Gewinne, nur zwei Sektoren, Healthcare und Utilities, also die defensiven Sektoren schlechthin im Minus. Der Dow auffallend schwächer in letzter Zeit, und es ist der Nasdaq, der zieht wieder 0,5% gestiegen, der Nasdaq 100, der VIX knapp 4% verloren auf unter die 14er Marke sogar. Uiuiuiuiui. Und wir sehen aber, dass das passiert ist, was Mechanik ist an den Märkten. Die Stimmung war pessimistisch. Die Positionierung war bärisch, vor allem durch Puts. Die Market Maker hatten sich abgesichert, und hier sehen wir mal die Market Maker rechts in dem Chart, wie wir die Woche gestartet sind, und links in dem Chart, wie die aktuelle Situation ist. Die haben ihre Short-Absicherungen eingedeckt, completely. Das heißt, wir werden keinen Rückenwind jetzt erstmal mehr in der Form sehen durch diese Eindeckung von Short-Positionen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Hier sehen wir frische Daten der Privatinvestoren aus den USA, nur 33,1% bullish. Das ist ein Ticken mehr als letzte Woche. Wir kamen ja von deutlich höheren Werten. Wir sehen, dass hier die Bullen also leicht zugewinnen konnten, aber die Bären stellen immer noch die größte Fraktion, neutrale, aber alle ähnlichen oder alle Fraktionen hier ähnlich unterwegs. Unten sehen wir
wie die Stimmung runterging und dann eben die Aktienmärkte stiegen. Das gilt auch für Vermögensverwalter, die hier NAAIM. Diese Umfrage, die war ja bei 34% Investitionsquote. Heute werden die Daten aktualisiert, heute Abend etwa. Und wir sehen, die Aktienmärkte gehen rauf. Die Stimmung ging runter, jetzt müssen die wieder mit, sind wahrscheinlich mitgegangen. Und so erklärt sich dann eben auch eine solche Rallye. Aber hier sehen wir mal auf Stundenbasis im S&P 500, der RSI schon ziemlich hoddy, hoddy, hoddy. Ganz oben sehen wir das über 70. Das heißt, wir sind schon jetzt im kurzen Zeitfenster wieder überkauft und das wahrscheinlich erstmal mit ein bisschen Beruhigung, vielleicht einem Rücksetzer zu rechnen ist. Wir könnten dennoch hier dieses Gap, diese untere Kante des Gaps reißen, das mit Fitch, der Abstufung der Bonität der USA, gerissen wurde bei 4549. Das wäre vielleicht noch drin, hier Chart von Ron Walker. Hier sehen wir, dass der Nasdaq auf Tagesbasis jetzt auch an der oberen Kante des Bollinger Bandes angekommen ist. Da ist dann, vorher waren wir unten an der Kante, sind sogar mal ein bisschen drunter rausgefallen, aber normalerweise verbleiben Kurse innerhalb eines solchen Bollinger Bandes. Dementsprechend im kurzen, ganz kurzen Zeitfenster für heute nicht viel Potenzial aus meiner Sicht für eine weitere Rallye. Wir haben jetzt Daten aus China bekommen. Wir sehen verarbeitendes Gewerbe leicht erholt bei den Einkaufsmanager-Indizes 49,7. Statt 49,3 im Vormonat, allerdings ein Ticken schwächer. Die Dienstleistungen, die von 51,5 auf 51,0 gefallen sind. Also die Wirtschaft stagniert, könnte man sagen, wenn wir diese beiden Dinge zusammenzählen. Wir sehen hier zum Beispiel die Credit Spreads, also die Junk Bonds in Asien. Da steigen die Risikoprämien, liegt auch an einer Meldung von Country Garden, dazu gleich mehr. Wir sehen, dass der Offshore-Yuan immer mehr das Fixing-Ok ignoriert der chinesischen Notenbank, also praktisch die Wechselkursfestlegung der Notenbank. Hier sehen wir unten in diesem Bloomberg-Chart, wie das divergiert. Dann sehen wir heute wieder dieselbe Aktion im Grunde am Markt in China. Wir sehen, der Hang Seng erstmal gestiegen, erstmal ganz fröhlich und dann schließen wir doch wieder deutlich schwächer. Das ist ein Muster, das sich in den letzten Tagen immer wieder wiederholt hat. Wir sehen, dass Net Selling in Chinese Equities westlicher Investoren wirklich sehr ausgeprägt ist. Man spricht hier von Capitulatory Selling bei Goldman Sachs. Also die haben rausgehauen an chinesischen Aktien. Was geht? Vielleicht eine Einstiegschance? Fragezeichen. Aber hier erstmal diese Meldung. Country Garden warnt nach Rekordverlust vor Zahlungsausfall und auch vor der Möglichkeit, dass man bankrott gehen wird, dass also das Unternehmen nicht mehr weiter bestehen wird. Das ist eine ziemlich frische Meldung, meine Damen und Herren. Erste Artikelempfehlung. Zweite Artikelempfehlung, hohe Zinsen treffen auf rekordhohe Schulden. Was das genau bedeutet, wie das ausgeht, hochspannende Analyse meines Kollegen Hannes Zipfel. Also diese beiden Artikel werde ich empfehlen, 14:30 reinschauen und vielleicht auch 11 Uhr bei den Verbraucherpreisen aus der Eurozone. Jetzt erstmal Servus und Ciao.